So, da sind wir wieder bei 2-2 und wir sind immer noch in dieser komischen dunklen Höhle unterwegs. Und haben es wieder mit Zerg zu tun. Noch einer? Ja. Da wir noch einer ein. Was? Die Kiste kriegen wir da oben weg, oder? Die müssten wir da oben wegkriegen. Na komm, dreh dich. So. Denn da oben scheint noch was zu sein. Aber da kommen wir nur mit extra Kisten ran. Jo, hier sind ein paar Erfahrungsfiolen, sehr schön. Dann geht's wieder ab hier runter. Und hier runter hüpfen. So, und ich nehme mal an, wir müssen hier durchhüpfen. Oder auch nicht. Nein, da fallen wir definitiv durch. Ah, das ist die Idee. Haha. Sehr schön. Okay, muss ich mir Sorgen machen. Irgendwie muss ich mir Sorgen machen, ja. So, damit ist die. Sind die schon mal. Ausgeschalten. Und die doch wieder ausschalten. So. Und der Hebel macht was? Der macht da oben auf. Gibt es hier noch irgendwas? Da gibt es auf jeden Fall einen Ort zum Hangeln ins Feuer. Was auch immer der bringen soll. Wir können hier hüpfen. Bringen wir das Ganze mal in die Richtung. Wow. Ja, ist klar. Egal. Einfach weitergehen, diesen Raum hier ignorieren. Die Pfand, die, ich sag, will immer Pfandfiolen sagen. Ja, ja, die Erfahrungsfiolen hier so einsammeln. Oh, und da sind wir auch schon am Ende. Willkommen, Fremde. Ihr habt alle Fallen für die Kobolde hinter euch gebracht. Ich bin Rosabel. Einst war ich Königin dieses Landes. Was wisst ihr über diese Kobolde? Die Kobolde sind vor langer Zeit hier eingefallen. Sie zerstörten das Königreich und der Wald verwilderte. Frau Königin, wissen Sie etwas über eine sprechende Blume? Oder wissen Sie, warum die Pflanzen so wild wachsen? Ich kann euch mehr verraten, aber erst müsst ihr mir helfen. Draußen am See ist ein Schloss. Das Haus meines Vaters. Dort sitzt nun der Koboldkönig und beschmutzt die Hallen. Erschlagt ihn und ich sage euch alles. Ihr könnt alle Schätze, die ihr findet, behalten. Um
Pontius nahm Rosabels Einladung zum Abendessen sofort an. Als ihre Gastgeberin sich für die Nacht zurückzog, sammelten die Helden ihre Stärke. Bald verließen sie das unheimliche Haus. Es war schon spät, aber ihre Aufgabe trieb sie weiter. Okay. Das war eine interessante Begegnung. So viel zum Thema Hexe, hä? Es ist besser, mit vollem Magen zu reisen. Diese Rosabel ist schon eine feine Dame. Ich denke, sie war schon ziemlich hübsch. Für eine ältere Frau. Also hübscher als deine Frau? Sie muss krank vor Sorge sein. Oder sehr wütend. Wahrscheinlich beides. Ja, da muss der, unser Magier gerade reden. Ältere Frau, er ist ja auch schon ein alter Knacker, wenn man sein Porträt mit dem langen weißen Bart betrachtet. Aber gut, wir sind im nächsten Level, das ziemlich verwuchert aussieht, dornig und so. Aber bevor wir hier jetzt weitergehen, erstmal wieder ein Cut. Bis zum nächsten Mal.